Tja, meine ursprünglichen Wurzeln gehen zurück in die Zeit der Napoleon-Belagerung. Jesus, so weit wollen wir mal lieber nicht zurückgehen. Es reicht an Fakten über Andreas Gabayé, dass er 27 und aus Graz ist, seine Karriere im Musikantenstadl begann und gerade in Österreich auf einer Erfolgswelle schwimmt, indem er einen neuen Zweig der Volksmusik begründete. Vielleicht ist aber Volksmusik auch gar nicht die richtige Schublade. Das war immer die Frage, wo ich mich sehe, und ich habe da nie so richtige Antwort gewusst, weil es eben auf keinen so richtig typisch bekannten Begriff zutrifft. Tja, dann versuchen wir es doch mal. Volkspop oder Volksschlager? Volksrock'n'Roll ist für mich jetzt irgendwo der Begriff oder die neue Schublade, die man da irgendwo auftun möchte, weil ich seit Anfang an gefragt habe, was ich da eigentlich mache. Es sagt jeder, es ist keine typische Volksmusik, es ist kein typischer Schlager. Ich singe Lied für die. Was es nicht ist, wissen wir nun. Und dazu wissen wir, dass Gabayé gute Chancen hat, den Wiesnhit 2012 geschrieben zu haben. Was verbindet den 27-jährigen Grazer mit der Wiesn? Weißwurst, ein Brezen und ein Bier. Tja, eigentlich alles bei. Gabayé selbst jedoch war noch nie auf der Wiesn. Dieses Jahr große Premiere. Erwartungen? Vielleicht ein Touch Österreich, sage ich einmal. Viel, viel Tracht, viele Dirndlkleider, viele Lederhosen. Ausgelassene Stimmung. Und meine vielgeliebte Weißwurst, obwohl ich ja gehört habe, dass es die nur bis 11 Uhr am Vormittag gibt. Vielleicht habe ich auf der Wiesn ein Glück und ich kriege sie am Abend auch noch. Das würde dann mal nicht für das Zelt sprechen. Und der Touch Österreich? Naja, schauen wir mal. Aber weg von Weißwurst, zurück zu Gabayé. Jung, gut frisiert, erfolgreich. In Österreich bereits mit stark aufsteigender Tendenz. Laut seiner Pressemitteilung gar der Robbie Williams der Volksmusik. Die Vergleiche, ja, muss ich immer wieder lachen. Ich höre vom Alpen Elvis, ich höre vom James Dean der Volksmusik, vom Robbie Williams der Volksmusik. Da muss er selbst lachen. Aber ob Williams oder Wiesn-Gaudi-Musikant, Gabayé kann man ja mal im Hinterkopf behalten. Ich singe Lied für die und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen, ich glaube, ich stehe auf die.